Einen schönen guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Video Geometrie Teil 48. Das Video trägt den Titel Ähnlichkeit bei Quadraten. Ich nehme mir zum Beispiel ein kleines blaues Quadrat und noch ein größeres gelbes Quadrat und schließlich ein großes rotes Quadrat. Sind diese Quadrate zueinander ähnlich? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir die Ähnlichkeit bei Dreiecken festgestellt hatten? Das war im Video Geometrie Teil 45. Dieses Verfahren wollen wir jetzt auch bei Quadraten anwenden. Ich nehme das große Quadrat und jetzt noch dieses kleinere gelbe hinzu. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com